Was haben wir denn hier jetzt schon alles gemacht? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Wir waren in Klatschmandu hier jetzt. Lass mich doch hier mal gucken. Wir waren in Onzen. Waren wir in Onzen schon? Ne. Galoppolis war man noch nicht. In Eschenburg, da in dem Ding waren wir schon, ne? Nach Finnland müssen wir noch mal in die Bibliothek. In Antiquia waren wir auch schon. Klatschmandu sind wir gerade. Mit dem hier Zeitzone 1, Zeit, oder Zeitverlauf 1, Zeitverlauf 2, hin, hier, dran. Da wirst du ganz gaga in der Birne. Die Sandinseln haben wir gemacht. Da erinnere ich mich noch. Ey, Schokolade hat ja auch gewonnen. Warte mal, in Nautica mussten wir. Oh, in Nautica mussten wir irgendwas machen, aber wir hatten keine Quest dafür, ne? Mission. So, sei ein Mann. Heutiges Fanal. Deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. So. Wir machen jetzt erstmal das. So, lassen Sie mich hier mal raus. Ich glaube, Erfahrung und so haben wir keine gekriegt hier bei den Kämpfen, ne? Das Ding ist halt, wir kriegen da halt echt nice Ausrüstung, ne? Glaubt, die habe ich schon hier, oder? So, und die komischen Seeschlangen da unten. Verschiedenes, Aufstellung, genau. So, wir machen das mal so. Oh. Wo sind die? Oh. Hey, du blöd Vieh, ich geh da mal weg. Sag mal. Na, jetzt komm doch mal her, du Blödviech. Da verarscht mich doch, oder? Also ich hoffe, das sind die. Schneeschlange. Accept your fate. So, wir müssen jetzt, also wir brauchen ja die zwei, so, wir könnten das jetzt natürlich jedes Mal so machen. Alright.
warten, dass die zwar irgendwann gestärkt sind. Was vermutlich auch ewig lang dauern wird. Au! Da kannst du was anderes auch? Okay, wenn der jedes Mal hier macht, Odem der Weisen. Ach, das ist sie. Du machst hier so. Genau, dich meine ich. Nimm mir das Eisen. Trotzdem mit. All right. Ich weiß nicht, ob das so wirklich schneller geht. Don't worry, I'm here to help. My thanks. Ich bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube da hoffentlich übermorgen nicht da. Und Schokolade Chindriasu, was macht ihr da drin in der Sucht? Er wird natürlich wieder nicht. So. Let me at him. Aber er wird halt nicht, ne? Komm, du haust jetzt mal zu. Du haust auch nochmal zu. Den Hammer. Komm, Hendrik, fährst du nur du? Komm schon. Hendrik, mach hin jetzt, das wird allmählich, wird das echt langweilig. So, du heißt mal. Oh, Hendrik. Alter, ich muss ihn jetzt mal rausnehmen. Nicht, dass das bei dem dann auf einmal... Jetzt hab ich sie. Alright. Do your worst. Hendrik, du könntest jetzt aber schon mal, ne? Also zur Erklärung, ich versuche, dass Hendrik gestärkt wird. Hendrik will aber nicht. Na, 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 na. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln, aber da ziehen wir jetzt durch. Sollte übrigens auf YouTube sich einer wundern, eventuell, wenn da von mal der 1,5 Stunden Folge kommt, das ist der Grund. Ey, wie hier halt jeder gestärkt wird, bloß der Depp von Hendrik nicht.
Na, wie denn das halt null juckt, ne? Wollten wir da, meld dich mal ein. Henrik, wie wär's mal? Do your worst. Wunderbare Zeit, danke schön. Doch keine Stundenfolge. So. Heutiges Vaunal. Dann machen wir hier mal die Hymne des Einsatzes. Have a wee bit of this. Du gibst dir immer meiner. Oh! Hey! Easy. Nischlange wurde besiegt. Ja! Du hast nach der Verwendung von Feuriges Fanal eine Schneeschlange besiegt, erstatte dem Kampfausbilder in der Nähe der Kirche von Klatschmann Dubedicht. Geht doch, tschüss! So, lass mich mal da reden. Setzling strahlt nach wie vor eine seltsame Energie aus, doch er scheint dir nichts mehr zeigen zu können. So, du warst der Vogel. So, glaub hier war der, ne? Da! Einen Glückwunsch! Ich weiß, dass ihr die Prüfung bestanden habt. Aus jedem eurer Chakras strahlt die Aura des Sieges. Ihr habt die wahre Macht des ersten Lehrsatzes von Klatschmandu erlebt. Wenn ihr mit der gleichen Einstellung auf das Schlachtfeld geht, wird euch nichts im Weg stehen können. Obwohl diese Erleuchtung an sich schon eine Belohnung ist, möchte ich noch ein eigenes kleines Zeichen meines Glückwunsches hinzufügen. Möge es euch in kommenden Kämpfen gute Dienste leisten. Wir erhalten einen Mystiker. Nicht alle haben diese Prüfung so erfolgreich wie ihr bestanden. Vor vielen Jahren hat ein Schüler namens Bodo es versucht, ist aber beim ersten Anblick der Schlange geflohen. Bodo, Bodo, Bodo. Manche behaupten, er wäre nicht aus Angst weggelaufen, sondern hätte die Prüfung absichtlich nicht bestanden, um die Großmeisterin zu erzürnen. Er konnte von ihren Bestrafungen nicht genug bekommen. Ach, so einer bist du. Ich hoffe, dass ihr nicht ähnliche Neigungen entwickelt. Das Training unserer Schüler mag zwar hart sein, aber nur durch Bewältigen derartiger Prüfungen kann man die Erleuchtung finden. Du hast den Mönchen Katschmandu erzählt, dass es dir gelungen ist, eine Schneeschlange mittels feuriges Fanal zu besiegen und erfahren, dass Bodo sich nicht gerade mit Ruhm bekleckerte, als er diese Prüfung in Angriff nahm. So. Also halt. Gegenstände. Mystiker, Aflex! Setz dir eine Lampe auf den Kopf und du bist dann bist du erleuchtet. Hey, na Aflex!
So, was haben wir denn hier? Kräftigungsrate steigt um 1. Okay, das ist jetzt... Kann man haben, muss man nicht. Wir haben eine Quest geschafft. Ist bei dir schon Feierabend da, Flex? Hast du aber nicht lang gemacht. So. Jetzt lass mal googeln. So, die drei kann ich nicht leiden. Der Stolz des stählernen Mönchs. Imperiale Klinge plus 3. Die haben wir aber nicht gekriegt, ne? Imperiale Klinge. Stufenaufstieg. Dank der im Zuge seiner Abenteuer gesammelten Erfahrungen hat der Tigerle neue Handwerksfähigkeiten erworben. Maximales Potenzial erhöht um 26. Sausender Hammer gelernt. Sausender Hammer ist ein starker Schlag auf ein Feld, der die Temperatur zusätzlich um 150 Grad senkt. So, Imperiale. Minerva. Ändert in Kombination mit Minerva Gewand das Aussehen für Jade. Okay. Könnte ich beides machen? Sonnenkrone. Kaiseraxt. Bringt uns mal gar nichts. Ansehnlicher Anzug ist für Rinaldo. Oh, Schlangenschuppen. Wo kriege ich einen Schlangenschuppen her? Schwarzer Drache der Finsternis. Die habe ich aber, glaube ich, nicht mehr, oder? Hohoho, 3700 Gold kostet der. So, Blitzableiter. Gut, das Zeug ist jetzt nicht so. Also das können wir noch nicht machen. Müssen wir ja mal googeln. Halt. Genau, ein letzter Wunsch. Von Rose ihren letzten Wunsch zu erfüllen, begib dich nach Kliegerfeld. Halte Ausschau nach Maxi van Blöms Grab und versuche an ihren Schatz zu gelangen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Madame Labouche, die lassen wir mal labuschen. Eine Wohltuende, da bin ich auch zu blöd zu. Genau, da bin ich auch zu blöd zu. Süße Träume, du wurdest darum gebeten, Haierhieb. Ja, den können wir noch nicht. In Nautica, alte Liebe. Adelshäuser von Gallopolis. Auf dem Gipfel des Himalaya. Hier einen schönen Ausblick bieten. Wir sind doch gerade am Himalaya, oder? Ja. Gebiete in der Nähe. Ach, da müssen wir raus. Hänge. Komm, wir gehen mal Quest sammeln. Also, wir müssen hier wieder raus.
Dann müssen wir rum und hoch. Okay, wobei, warte mal, wir machen das mal. Himalaya, machen wir es doch so. Ich glaube, der ist noch nicht da, oder? Doch, der muss aber da sein. Ja, komm, mach schon. Berges. Ach, ich bin am Fuß. Okay, das war Bums Banane. Klatschmandu. Gut, müssen wir doch hochsteigen. Mein Trinken ist schon wieder leer. So. Darüber müssen wir mal. Da, ich darf da hoch. Ja, tschüss. Hey, komm, dir haben wir jetzt mal aufs Maul. Schwarzer Drache, von denen kriegen wir doch diese Drachenschuppen. Au. Kämpfen. Man kann ja mal ein bisschen reindonnern, oder? Eschenburger Wiegenlied brauchen wir nicht. Sauber. Clear. This will make your blood run cold! Blinde Kuh. Ja, das hätte jetzt aber mehr sein können, oder? Braus. Der hat aber schon ein bisschen viel HP, oder? Au. Ach, und dann fällt er auf einmal um. 229, 516 Gold. Okay, toll. Den brauchen wir. Oh, dear. Na komm, wir gehen mal so hin. Au!
Okay, Schwerttanz gefällt mir. So, was kriegen wir hier? Drachenhorn. Ja, genau, das will ich auch hier. So, ab nach oben. Boah, ich will doch bloß die blöde Quest von dem Typen. So, was gibt es denn da hinten? Irgendwas war doch da. Zurück haben wir schon. Wir fliegen einfach da mal drüber. Schön nach oben. Über den fliegen wir auch drüber. Und da müssen wir abgehen. Ich glaube, in Onsen machen wir noch nicht, oder? Na, guck mal, da oben steht einer. Und ausruhen können wir uns hier auch. Da ist er.